Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zur Rettung von Simon Schnabel in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir werden erstmal ein Leck haben und versuchen hier eine Pulse zu zaubern und haben es geschafft. Und jetzt werden wir. Okay, meine Maus spinnt ein bisschen rum. Hier hochspringen und dann wird komischerweise diese Plattform da nach oben fahren, die keinerlei Zusammenhang zu diesen hat. Wahrscheinlich sollte da oben. Da oben sollte wahrscheinlich ein Seil sein. Da fehlt allerdings irgendwie die Textur. Oder keine Ahnung, was da fehlt. Auf jeden Fall fehlt da was. Speichern wir erstmal. Kann ja nicht schaden. Und machen dann mit Hermines gelernten Zauber weiter. Um ein bisschen Feuer zu machen. Ja, der Drache ist schon cool. Ja, gestern war Silvester und euch allen frohes neues Jahr noch nachträglich. Was heißt nachträglich? Das kann man ja im Nachhinein auch noch wünschen. Das ist ja nicht wie Geburtstag. Obwohl, Geburtstag kann man auch im Nachhinein wünschen. So, was öffnet sich jetzt wohl? Du hast die Tür geöffnet, aber ich komme nicht ran. Wie der Drache sich bewegt. Du kommst nicht dran. Müssen wir jetzt noch was anzünden oder müssen wir mit dem Drachen da reinfliegen? Ja, es ist neues Jahr. Es wurde gestern viel geschossen da draußen. Da ist auf jeden Fall... Ach, da ist doch noch eine... Schöne Stelle für uns einen Drachen. Jetzt dürfte Harry auch weiter können. Und also hier in dem Dorf, wo ich wohne, wurde extrem viel Feuerwerk verschossen. Das war irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde davor. Also vor Mitternacht und dann nochmal eine dreiviertel Stunde danach. Wo die ganze Zeit rumgeballert. Es war Krieg draußen. Aber mittlerweile nicht mehr. Doch, einzelne Böller sind immer noch. Also wenn es jetzt irgendwann mal knallt, dann wisst ihr ja, was los ist. Oh, oh Gott. Die haben mich erschreckt. Naja, ging. So wirklich erschreckt habe ich mich nicht. Allerdings ist es hier sehr eng. Deswegen haben die gute Chancen auf diesem engen Raum. Nehmen wir uns mal die hier. Und... na, ah, immer... Also die stehen alle auf einem Haufen, aber ich erwische nur einen. Ja, könnt ihr mal werfen? Einer nach dem anderen, bitte. Dankeschön. Ja, gut. Und du stirbst. Okay, oder du stirbst auch nicht, weil wir dich auch nicht erwischen. So. Ah, oh Gott, Harry, du kannst gar nicht weit werfen. Ich bin es gewohnt, dass du weiterwirfst. Ich habe gerade eben Civilization gespielt mit Osaft und Schlingel. Und wer fragt, Osaft hat kein... Also, Osaft hat auch kein Internet. Das stimmt nicht mehr ganz. Osaft hat derzeit... Also, hat derzeit ungedrosseltes Handy-Internet. Normalerweise ist es gedrosselt. Allerdings hat er ein bisschen Geld zusammenbekommen. Und, ja, in einer Woche dürfte er richtiges Internet wieder bekommen. Er hatte ja kein Internet, weil seine... sein Internetvertrag ausgelaufen ist und seine Mutter braucht kein Internet und deswegen kümmert sie sich nicht so rum und Osaft hat sich jetzt drum gekümmert. Also, ja, es kommt vielleicht irgendwann wieder Minecraft Ultra Hardcore, um diese Frage vorzubeugen. Das sehen wir ja dann noch. Oh, und da oben war ein Kesselboden, den wir mit Drachenhände holen können. Siehst du? Noch nicht, ich stehe direkt davor, aber nein, ich sehe das nicht. Also, zaubern wir das. Dürfen wir jetzt wahrscheinlich wieder zu Hermine wechseln. Ach nee, wir springen zu Hermine rüber. So, ich hätte doch gern die Dinger hier gehabt. Ich hätte die sehr gerne gehabt. Oh. Das hätten wir schöner machen. Okay, okay, Alter. Okay, das war irgendwie komisch. Ich wäre fast da aufgeprallt und krieg Gott sei Dank keinen Schaden durchs Fallen. Aha, denkst du, da ist doch ein doppeltes... Alter, hat Hermine mir gerade die Boden geklaut? Was soll denn das? Ich will eigentlich kein Alter sagen, keine Ahnung. Ich sage auch selten Scheiße. Keine Ahnung. Oh, und keine Ahnung sage ich auch oft. Und hier sind überall plötzlich Wichtel erschienen. Einer ist abgehauen. So, Hermine, ich glaube... Ja, jetzt bist du wieder an der Reihe. So, aber bevor du an der... Okay, wir können nicht zurück. Schade. Dann holen wir uns eben die Bohnen. Was heißt... Okay, in so einem Kessel war mal was Richtiges versteckt. Ach so, da kamen die Wichtel raus. Ich wollte zurücklaufen und die Kesselbohnen... Kesselkuchen holen über den Drachen. Allerdings können wir nicht mehr zurück. Schade, schade. Dann werden wir jetzt wohl mit dem Rummer Hasen weiter Action machen. Und ich habe gleich hier die Kesselkuchen entdeckt. Nee, nicht Kesselkuchen. Oh Gott, ich kann nicht reden. Ist hier noch irgendwas versteckt? Kann der springen, der Hase? Ja, kann er. Oh, hier ist anscheinend nichts. Wie lange nehme ich denn überhaupt schon auf? Ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geachtet.
Und das ist schon eine Weile her, dass ich aufnehme. TTT kommt derzeit auch nicht so ganz aktuelle Folgen. Ich hatte Probleme mit dem Audio-Codec. Ich erzähle das jetzt einfach alles im Harry Potter-Bad, deswegen kommen jetzt etwas veraltete Folgen, die ich damals anders aufgenommen habe, die ich jetzt erst rendern konnte, da ich die gelöst habe. Jetzt würde ich sagen, springt Harry wieder Hermine weg, weil Hermine diesen Zauber nicht kann, weil Harry nur alle Zauber gelernt hat. Im letzten Teil, wie wir ja wissen. Und da haben wir schon Seidenschnabel. Okay, Hermine konnte den Zauber doch. Schneebildchen, ich habe einen schöner Spitzname. Und mit diesem Hippogreif werden wir dann gleich Sirius Black retten. Oh, das könnte jetzt sogar schon das Finale werden. Ich will ja nicht 100% machen. Und yes. Ach, und heute kam ja auch noch eine Folge mit Mr. Morgame, in der wir Survival Games gespielt haben. Oh, da sind wir immer schneller auf den Hippogreif gekommen. Eigentlich muss man ja erst hier eine gewisse Prozedur durchlaufen, bevor er einen aufsteigen lässt. Ha. Und da scheint der Mond. Ich schau nach, ob es Zeit ist, Sirius zu retten. Sei vorsichtig, Harry. Dank der Kraft des Zeitumkehrers eilte Harry zum See. Er musste herausfinden, wer den Patronus. Und wir haben uns selbst gerettet. James Potter gezaubert und Harrys Leben gerettet? Doch dann verstand Harry. Er hatte nicht seinen Vater gesehen. Er hatte sich selbst gesehen. Und jetzt schaffen wir einen richtigen Patronum. Ein Schutzherr, hat mir irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass es auch von Lateinischen kommt und Schutzherr oder sowas heißt. Und da haben wir wohl die Dementoren zu uns gelockt. Da ist es aber nicht gut. Jetzt stirbt der Harry, der den anderen Harry gerettet hat. Oder auch nicht. Schaffen wir es, alle diese Dementoren zu bezwingen, ohne einen wirklichen Patronus zaubern zu können? Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Der Harry vor 5 Stunden hat es schließlich auch nicht geschafft. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber eigentlich dürfte schon der Lautstärke her passen. Stirbt ihr, ihr Bastarde! Mit Kapuzen! Die habt. Yes. Ha. Weg mit euch. Abschaum. Nein, okay. Ha. Ja, extrem spannend. Als Kind fand ich das echt spannend. Da habe ich, glaube ich, gezittert an der Stelle. Weil überall waren diese schrecklichen Wesen, die einem das Glück aussaugen. Also, ja, jetzt nicht wirklich mich, aber mir, aber Harry. Und dort, oh, wir haben plötzlich einen Patronus erschaffen. Ein Hirsch. Und unser Zauberstab explodiert und Harry stirbt. Na, Harry stirbt doch nicht. Dann gibt's ja keine Folgenbücher. Und wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Sirius vor der Regierung retten. Und dem Elch versuchen zu berühren und dann verschwindet er. Ich glaube es nicht. Du hast einen Patronus beschworen, der alle Dementoren vertrieben hat. Das ist sehr, sehr fortgeschrittene Magie. Da hast du aber ernst geguckt. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon getan hatte. Macht das Sinn? Harry, wir müssen Sirius vom Turm retten und zu Harry, was fragst du für absurde Dinge? Ich übergehe einfach mal deine Frage. Oh, das Spiel ist irgendwie extrem viel kürzer als der zweite Teil, weil jetzt ist es gleich schon fertig, soweit ich das in Erinnerung habe. Nachdem wir Sirius gerettet haben, ist eigentlich Schuljahr schon so gut wie vorbei. Und dann ist Ende. Schade. Und da sitzt er in der Ecke. Zufällig so verzaubert, dass die beiden das öffnen können. Er hat eine auftätowierte Halskette. Wir sehen uns wieder. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry. Ha. Wie romantisch. Und da fliegt er in den in den Mond. Aufgang. Untergang.
Wer weiß, wer weiß. Okay, dann würde ich auch mal sagen, schauen wir, wie lange das Spiel noch dauert, wenn ich beende ich diesen Part hier. Die Nachricht von Sirius Blacks Flucht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Niemand wusste, wie er das geschafft hatte. Harry, Ron und Hermine behielten ihr Wissen für sich. Außerdem war der Tag ihrer letzten Prüfungen und nicht jeder der Freunde. Ach so, jetzt kommen nochmal die Prüfungen. Ich habe keine Ahnung, wie du auch nur eine einzige Prüfung bestehen sollst, Ron. Du hast doch überhaupt nicht gelernt. Ich? Was ist mit dir? Du hast doch die ganze Zeit mit Seidenschnabels Verteidigung verbracht. Bitte, Ron, nicht so voreilig. Ich habe natürlich den Zeitumkehrer zum Cheats. Ich möchte wie immer. Da hat sie gecheatet. Sie hat immer eine Antwort parat, was? Schlechte Nachrichten, Ron. Deine Carpere-Traktum-Prüfung ist zuerst dran. Wir müssen in Professor Lupins Klassenzimmer. Okay, es ist doch noch nicht fertig, denn jetzt kommen erst noch die Herausforderungen. Ja, Sirius Black ist entkommen, er ist ja auch schon mal aus dem Zauberergefängnis entkommen, das von Dementoren bewacht wird. Nie hat jemand gedacht, dass es möglich wäre, von da zu entkommen. Aber Sirius Black ist entkommen, weil er Animagus war. Und als Animagi, also als in Tiere Gestalt, könnt ihr Dementoren eigentlich nicht so viel anhaben. Und wie dem auch sei, ich wünsche euch noch ein schönes neues Neujahr. Heute ist ja Neujahr. Und tschüss!